Hi, hier ist Luisa Buck für Spengler TV. Ich stelle euch heute ein cooles neues Werkzeug vor und wenn es euch interessiert, dann einfach dranbleiben. So, also die Firma Eisenkies aus Tirol hat uns ihre Marktneuheit, die Unischmiege, zur Verfügung gestellt und wir haben schon ein bisschen getestet und werden euch jetzt einfach mal zeigen, was das Teil hier so kann. Sie ist 500 x 250 mm groß. Hier hat man seitlich eine Skala mit Gradzahlen bis 45 Grad und unterhalb Kennzahlen zur Orientierung gut leserlich im Plus und Minus. An dem Rädchen kann man jetzt aufdrehen und dann nach links oder rechts verschieben. Die Anwendung, die uns am besten gefällt, ist, dass man die Schmiege für Dachgauben benutzen kann. Da nimmt man dann einfach die Schräge auf der Baustelle ab und legt das Ganze in der Werkstatt an die fertige Schar. Wenn ich jetzt auf der Baustelle mir das zum Beispiel mit der Kennzahl 4 ausgemessen habe, dann kann ich einfach in der Werkstatt an meine fertig gerichtete Schar gehen und schiebe das dann so weit, bis ich hier auch wieder bei meiner 4 bin. Ist natürlich wichtig, dass es hier schön anliegt, klar, und kann dann einfach ganz bequem hier vorne meine Schräge anzeichnen. Fertig. Die Unischmiege, Neuheit aus Tirol. Vom Spengler für den Spengler und dem gesamten Handwerk. Einfaches Messen auf der Baustelle für das einfache Vorfertigen in der Werkstatt und vieles mehr. Man kann damit Gradzahlen messen, Winkel einstellen oder Schrägen messen. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wo ihr diese Schmiege kaufen könnt, die gibt es nur bei der Firma Eisenkies Spengler Bedarf in Tirol und wir haben euch unten unter unserem Video verlinkt, wo ihr die herbekommen könnt. Wenn ihr dann schon unter unserem Video seid, gebt uns doch gerne auch noch einen Daumen nach oben für unser Video und abonniert auch gleich unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt uns gerne auch auf Facebook und Instagram folgen. Bis dann, Luisa Buck für Spengler TV.